Investor gefunden. Russenboss Mikhail Ponomarev, 47, soll seine Uerdingen-Anteile verkauft haben. Nach Bild-Informationen ließ der Alleinherrscher Freitag Trainerteam und Spielerrat im Luxushotel Intercontinental auf der Düsseldorfer Kö antanzen, informierte sie darüber und sagte: "Ich bin jetzt weg." Wer den Club übernimmt, verriet er nicht. Angeblich soll es sich um den Armenier Roman Geforkian handeln, das berichtet die Westdeutsche Zeitung. Schon im Dezember kündigte Ponomarev sein KFC aus an, polterte zuletzt in einem Sportbild-Interview, dass er den Club auch für einen Euro verkaufen würde. Der Russe hinterlässt einen Scherbenhaufen. Unzählige unbezahlte Rechnungen, unfassbar viel Wut im Bauch bei Fans, Mannschaft und Mitarbeitern. Der Chaos-Club befindet sich in einem Insolvenzverfahren, muss jetzt schnellstmöglich die Auflagen für die Drittliga-Lizenz für kommende Saison erfüllen und diese dann beantragen. Eine neue Spielstätte ist bereits gefunden. Völlig absurd. Uerdingen soll ab sofort die Heimspiele in Lotte austragen, knapp 180 Kilometer, 2 Autostunden, von der Grotenburg entfernt. Den Vertrag mit der Düsseldorf Arena hatte Ponomarev gekündigt.